Sehr geehrter Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Herr Haselhoff, sehr geehrter Regierender Bürgermeister von Berlin, Herr Müller, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Pau, sehr geehrter Präsident des Abgeordnetenhauses, Herr Wieland, sehr geehrte Richterin des Bundesverfassungsgerichtes, Frau Professor Dr. Beer, Herr General Zorn, Herr Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung 20. Juli 1944, Herr Dr. Sment, Herr Vorsitzender der Stiftung 20. Juli 1944, Herr Professor Dr. von Steinau-Steinbrück, sehr geehrter Herr von Schultes, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Attentat muss erfolgen. Sollte es nicht gelingen, so muss trotzdem in Berlin gehandelt werden. Diese Worte Henning von Treskows klingen heute hier in der Stille von Plötzensee nach. Mutige Menschen haben am 20. Juli 1944 gehandelt. Bis noch wenige Tage vor Kriegsende wurden 89 von ihnen hier an diesem Ort grausam hingerichtet. Was war ihr Vergehen? Sie hatten den Aufstand des Gewissens gewagt. Sie hatten gewagt, für das Richtige aufzustehen, obwohl sie wussten, dass das den sicheren Tod bedeuten könnte. Die Männer und Frauen des 20. Juli hatten das Gewissen, das uns Menschen tief eingegebene Verständnis von Gut und Böse, von Richtig und Falsch, zur Leitschnur ihres Handelns gemacht. Die Todesstrafe durch ein verbrecherisches Regime sollte nicht nur diese Menschen vernichten, sondern auch ihre Motive entwerten. Das Regime konnte diese Menschen töten, nicht aber ihre Haltung. Im Gegenteil, das Gewissen und die Haltung von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg und den mutigen Männern und Frauen des 20. Juli sind nach dem Krieg für die Bundesrepublik Deutschland, wenn auch leider mit Verzögerung, sinnstiftend geworden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dem Ende des Krieges hat man in Deutschland oft die Frage gestellt, ob es, ich zitiere, ein richtiges Leben im Falschen geben könne. Aus der Frage allein spricht eine große Verlegenheit angesichts unserer entsetzlichen Geschichte. Was hätte ich getan? Was hätte ich getan angesichts einer unmenschlichen Diktatur? Was hätte ich getan während der Herrschaft des Terrors? Was hätte ich getan inmitten eines verbrecherischen Krieges? Was hätte ich getan angesichts des Völkermordes? Was ist das richtige Leben, wenn alles um einen herum falsch ist? Stauffenberg und all jene, die hier im Bendlerblock und an anderer Stelle nach dem Attentat vor 76 Jahren um ihr Leben gebracht wurden, haben sich selbst und uns die Antwort gegeben. Es gab ein richtiges Leben im Falschen. Das Risiko, das mit diesem richtigen Leben verbunden war, war sehr, sehr hoch. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die, denen man nahestand, die man liebte. Es konnte in einen grausamen, entwürdigenden Tod führen. Die Gedenkstätte Plötzensee führt uns das heute vor Augen. Wie bringt man die Kraft auf? Wie hat man den festen Glauben? Wie charakterstark muss man sein, um dennoch das richtige Leben zu wagen? Das ist die Frage, die uns weit über das ehrende Gedenken der Widerstandskämpfer des 20. Juli hinaus umtreiben muss. Diese Frage führt uns direkt in unsere Gegenwart, für die wir Verantwortung tragen. Das Grundgesetz, unsere rechtsstaatliche, freiheitliche, demokratische, politische Ordnung gibt uns dafür Orientierung. Die Werte des Grundgesetzes mit Leben zu füllen, sie aktiv zu verteidigen, ihnen praktische Bedeutung zu geben, das müssen wir jeden Tag leisten. Jeden Tag entscheiden wir uns für das richtige Leben, jeder für sich, in großen wie in kleinen Fragen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Bundesrepublik Deutschland nicht nur ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat. Deutschland hat einen festen Platz in der Staatengemeinschaft und genießt Respekt als Verteidiger von Recht und Frieden. Das Erbe des 20. Juli 1944 ist nicht nur in unsere innere Verfasstheit eingegangen. Es hat uns eine Rückkehr in die Gemeinschaft anderer Staaten ermöglicht. Und es ist auch Teil der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik geworden. Angesichts der Erfahrungen mit verbrecherischer Politik und Vernichtungskrieg bekennen wir uns in aller Deutlichkeit zu diesem Erbe. Wir werden niemals vergessen. Wir werden immer den Mut haben, Demokratie zu leben. Wir werden das Recht schützen. Wir werden Frieden, Freiheit und Menschlichkeit auch international Kraft verleihen. Dieses Versprechen erneuern und bekräftigen wir heute, hier und jetzt, in Erinnerung an die Frauen und Männer des 20. Juli. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, Ehrengäste, sehr geehrter Herr Dr. Smenz, Herr Dr. Steiner-Steinrück, vor allen Dingen sehr geehrter Herr von Schulthess, meine Damen und Herren. Der 20. Juli ist der Tag, an dem wir gemeinsam an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft erinnern. An Männer und Frauen, die unter größten Gefahren und unter Einsatz ihres Lebens versuchten, den verbrecherischen NS-Staat zu stürzen. Und auch wenn wir ihr Andenken nicht im gewohnten Rahmen ehren können, bin ich dankbar, heute in der Gedenkstätte Plötzensee zu sein. Denn dieser Gedenktag ist ein unverzichtbarer Teil gelebter Demokratie in unserem Land, gerade auch hier in Berlin. Vor nun 76 Jahren scheiterten die Widerständler um Klaus Schenk Graf von Stauffenberg mit dem Attentat auf Adolf Hitler und der Operation Walküre. Stauffenberg und mehrere Köpfe des Umsturzversuchs wurden noch in der Nacht auf den 21. Juli erschossen. Die Verschwörer und ihr Umfeld wurden von den Nazis unerbittlich und auf grausame Art verfolgt. Allein hier in Plötzensee ermordete das NS-Regime in der Folge 89 Menschen, die mit dem Widerstand des 20. Juli 1944 verbunden waren. Die Nazis taten alles, um die Verschwörer als kleine Gruppe von Verrätern und Ehrgeizlingen zu diffamieren. Diese Propaganda wirkte nach der Befreiung vom Nationalsozialismus weiter. Auch deshalb musste die angemessene Würdigung der Leistung der Männer und Frauen des 20. Juli erst über viele Jahre errungen werden. Das Engagement ihrer Angehörigen und Nachkommen war dabei seither von großer Bedeutung. Eine bleibende Lektion des gescheiterten Umsturzversuchs ist, dass Widerstand gegen Unrecht auch unter schwierigsten Bedingungen und auch in der Schaltzentrale des NS-Regimes möglich war. Sich der totalitären Herrschaft zu beugen, war nicht die einzige Handlungsmöglichkeit. Das lehren uns ausdrücklich auch all jene anderen Einzelpersonen und Gruppen, die sich gegen Hitler und das nationalsozialistische Deutschland auflehnten. Ihre Geschichten erfüllen uns mit tiefer Ehrfurcht und dem allergrößten Respekt. Die Erinnerung muss uns immer wieder aufs Neue bestärken, jeder Leugnung und Relativierung der NS-Verbrechen und jedem Versuch der Abwertung und Ausgrenzung von Menschen entschlossen entgegenzutreten. Und das auch heute. Auch wenn Berlin die Hauptstadt eines freien und demokratischen Deutschlands ist. Denn wir wissen, dass Freiheit und Demokratie nicht selbstverständlich sind, dass sie nicht nur mühsam errungen werden mussten, sondern auch große Anstrengungen nötig sind, um sie zu bewahren. Das wurde uns in den vergangenen Monaten durch erschütternde Ereignisse wie den Anschlag auf die Synagoge in Halle, den Anschlag in Hanau
oder durch den Mord an Walter Lübcke eindringlich vor Augen geführt. Ja, es gibt sie auch heute in unserem Land, Feinde eines friedlichen Zusammenlebens und unserer offenen Gesellschaft. Menschen, die antisemitischen, rassistischen oder anderen menschenverachtenden Ideologien anhängen, die sich organisieren und aus deren Worten schreckliche Taten werden. Wir müssen diese Gefahren ernst nehmen und uns ihnen gemeinsam und noch entschlossener entgegenstellen. Wir müssen möglichst viele Menschen ermutigen, aktiv für unsere Freiheit und Demokratie einzutreten. Das Engagement von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie von den Angehörigen und Nachkommen derjenigen, die gegen die Nationalsozialisten Widerstand leisteten, bleibt vor diesem Hintergrund von unschätzbarem Wert. Sie lassen uns an ihren Geschichten und an denen ihrer Familien teilhaben. Sie verdeutlichen eindringlich das Ausmaß des Unrechts der Nazi-Herrschaft. Und sie geben seit Jahrzehnten gerade auch jungen Generationen einen persönlichen Zugang zur Auseinandersetzung mit unserer Geschichte. So kann das Gedenken langfristig bewahrt und gestärkt werden. Das ist unverzichtbar für unsere gemeinsame Zukunft in Frieden, Freiheit und Demokratie. Der 20. Juli fordert uns heute dazu auf, die Erinnerung daran wachzuhalten, wohin menschenverachtende Ideologien führen können. Diese Erinnerung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus und der Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte gehen Hand in Hand. Lassen Sie uns gemeinsam beides bewahren und stärken, heute und in Zukunft. Sehr geehrte Repräsentanten des Bundes und des Landes Berlin, sehr geehrte Vertreter der Stiftung 20. Juli 1944, sehr geehrte Damen und Herren. Was wäre Deutschland ohne den 20. Juli 1944? Kann ein Unterfangen, das so umfassend gescheitert ist, überhaupt einen Sinn oder gar eine historische Bedeutung haben? Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, ab dem 8. Mai 1945, waren die Familien der beteiligten Widerstandskämpfer wie auch die überlebenden Verschwörer vielfach allein, wenn sie in quälenden Tagen und Nächten Antworten auf diese Frage suchten. Eingeschlossen in ihre Familiengeschichte und Trauer. Auch 75 Jahre danach suchen wir noch Antworten. Die Frage nach dem Sinn des 20. Juli war nicht die Frage aller Deutschen nach 45, so auch nicht die Trauer aller Deutschen. Wären sie es gewesen, so hätten die Familien der Hingerichteten den Verlust vielleicht leichter ertragen. Aber so war es nicht. Und warum das nicht so war, erzählt uns viel über die Deutschen und ihr Verhältnis zu sich selbst und zur eigenen Vergangenheit. Es gab dafür Gründe, die man nachträglich verstehen kann. Es gab aber auch solche, die bis heute schwer zu begreifen sind. Die erste Version einer Deutung des 20. Juli hatte ihre Wurzeln in den hasserfüllten Tiraden des überlebenden Diktators. Sie lautete: Das Attentat sei ein Verrat einer ganz kleinen Clique von ehrlosen Offizieren. Verrat am Führer, Verrat am deutschen Volk. Eine Art zweite Dolchstoßlegende. Diese mögliche Interpretation ihrer Tat, auch im Erfolgsfall, war den Akteuren des inneren Kreises der Attentatspläne durchaus bewusst. Es war klar, dass sie von den Nationalsozialisten gehasst werden würden. Sie wussten aber auch,
dass sie im Gegensatz zu echten Revolutionären nicht im Auftrag ihres Volkes handeln konnten. Gewiss war es so, dass die Deutschen des Jahres 1944 zunehmend vom Krieg und seinen Millionen Opfern, von den Bomben und dem NS-Terror zermürbt waren und sich ein Ende herbeisehnten. Dennoch, die Männer und Frauen des 20. Juli durften nicht einmal vermuten, dass sie den Mehrheitswillen der Bevölkerung hinter sich hätten. Im Gegenteil, sie mussten die Einsamkeit, Zweifel und Ambivalenz ihrer Entscheidung aushalten. Rückblickend können wir urteilen, dass ihr Vorhaben richtig war. Ihnen aber blieb dieser Blick verwehrt. Das alles wussten sie. Und sie litten darunter. Nicht zuletzt, weil es sowohl die Gruppe wie auch den Einzelnen im Inneren zu zerreißen drohte. Die außerordentliche Fähigkeit, dennoch unbeirrt weiterzugehen, ist eines der Merkmale, das sie auszeichnet. In der Kluft zwischen Akteuren und Begünstigten des Widerstands lag eine Fremdheit, eine Distanz, die auch in der ersten Nachkriegszeit nicht überwunden wurde. Sie war einerseits geprägt vom nackten Überlebenswillen und der großen Alltagsnot derer, die den Krieg überlebt hatten. Andererseits vom Bestreben, vergessen zu wollen, um überhaupt die Kraft zum Neuanfang zu finden. Zum Wiederaufbau eines völlig zerstörten Landes. Schließlich war diese Zeit auch geprägt vom Verdrängen des allmählich auftauchenden Bewusstseins einer großen Schuld. Für Trauer war da kein Platz und nur wenige wagten den Blick zurück. Es dauerte 10 Jahre, bis es die erste Gedenkfeier gab, an der Bundespräsident Theodor Heuss sprach und davon bewegt war, sich zum 20. Juli bekennen zu dürfen und dafür danken zu können. Was dann folgte, im Gedenken an die Ereignisse des 20. Juli, war das Suchen nach Einzelschicksalen und Einzelpersönlichkeiten aus dem Widerstand, die als Vorbilder für eine noch unsichere Republik hätten dienen können. Autoren wie Marion Dönhoff, Joachim Fest und Ralf Dahrendorf schrieben bewegende Porträts und brachten das Anliegen der einzelnen Widerstandskämpfer und ihre Motive den Deutschen nahe. Viele aber blieben unbekannt. Auch Historiker fragten selten nach ihnen. Dass tatsächlich Tausende im Widerstand waren und dass es annähernd 40 verschiedene Attentatsversuche gegeben hat, bleibt den meisten Deutschen bis heute verborgen. Diese Dynamik wurde verstärkt durch die alles bestimmende und einseitige Sichtweise des Kalten Kriegs. Die DDR gedachte des kommunistischen und allenfalls des sozialdemokratischen Widerstands. Der Westen des bürgerlichen, kirchlichen, sozialdemokratischen und militärischen. Im Gegensatz dazu ist es beachtlich, wie die Verschwörer in der Planung ihres gemeinsamen Staatsstreichs bewusst das Verbindende suchten. Dass sie sich um der Sache willen über alles Trennende hinwegsetzten. Die Gemeinsamkeit, die in den Konzentrationslagern und in den Schauprozessen Freislass noch Realität war, hätte ein vereintes Gedenken erfordert. Das zerbrach aber am Diktat der Logik des Kalten Krieges. Dazu kam noch etwas, was ich aus eigener Erfahrung gut nachvollziehen kann. Meine erste Begegnung mit der Gedenkfeier war 1984. Ich war 11 Jahre alt und durfte ins geteilte Berlin. Ich war berauscht von der Verehrung für den Mut der Täter und schwebte in der kindlichen Überzeugung, dass sich der Anlass im Wesentlichen um meinen Großvater und damit auch ein bisschen um mich drehte. Der Stolz eines Buben wurde in den folgenden Jahren verdreht in die Scham dafür, Aufmerksamkeit und Bewunderung für Taten zu erhalten, an denen ich nicht beteiligt war. Ich fühlte mich wie ein Hochstapler. Wie viel schwieriger musste das für diejenigen sein,
die sich passiv als Mitläufer vom NS-Regime hatten mitreißen lassen. Alle, die dem Terror gefolgt waren und sich vielleicht, vielleicht auch nicht, Vorwürfe machten, lebten noch. Wie konnten sie denen gerecht werden, die eine andere, weniger belastete Vergangenheit hatten? Die Hingerichteten von Plötzensee waren ein stillschreiender Vorwurf in Bezug auf das eigene Versagen. Damals begann das komplizierte Verhältnis der meisten Deutschen, der Mitläufergeneration, zu denen, die im Widerstand waren oder im Exil. Das traf als immer deutlich spürbare Distanz nicht nur die Widerstandsfamilien. Es betraf die Haltung zu Klaus von Stauffenberg und Henning von Treskow ähnlich wie die zu Willy Brandt, Marlene Dietrich oder Thomas Mann. Sie wurden alle bestenfalls als moralische Vorbilder gesehen, aber sie blieben Fremde mit fremden Schicksalen. Wiederum 10 Jahre später, bei der ersten Nachkriegsgeneration, den 68ern, hätte das eigentlich anders sein müssen. War doch das konstituierende Motiv ihrer Revolte der Widerstand gegen die Väter, die Tätergeneration. Das war unvermeidlich und zwingend. Sie waren konfrontiert mit dem zunehmenden Wissen aus den Auschwitz-Prozessen, der historischen Aufarbeitung der Funktion des NS-Staates und den ersten Zeugen der vielen jüdischen und anderen NS-Opfer. Daraus musste eine ohnmächtige Wut entstehen auf die, die all das geplant, mitgemacht oder doch passiv toleriert hatten. Es war schwer, sich als Erbe und Teil eines Volkes mit dieser Unrechtstradition zu verstehen. Aber warum führte das nicht zu einem brennenden Interesse an denen, die wenigstens versucht hatten, alledem ein Ende zu setzen? Der erste Grund: Die Attentäter waren historisch schon zu weit von uns entfernt. In ihrem Charakter, ihrer Motivation, in ihren Werten und in der Tradition ihrer Handlungen. Die Antworten, die in ihrer Zeit schlüssig waren, schienen damals, wie auch heute, für ein neues Zeitalter nur ganz bedingt zu passen. Viele der Leute des 20. Juli waren konservativ, bürgerlich oder adelig, gläubige Christen dazu, noch Militärs. Sie kamen aus Ostpreußen oder Baden-Württemberg, also aus der Provinz. Sie passten nicht in die Welt der eigenen Idole, von Jimi Hendrix und Bob Dylan bis hin zu Martin Luther King. Und sie waren irgendwie so deutsch. Und so sehr am Schicksal Deutschlands interessiert, genau an dem, was für die meisten 68er als einzige Schmerzstelle empfunden wurde. Näher am Interesse dieser Generation lag dann schon der kommunistische und sozialdemokratische Widerstand, aber auch der fiel irgendwie unter den Generalverdacht einer anderen Diktatur, nämlich derjenigen Stalins, nicht aufrecht genug widerstanden zu haben. Der zweite Grund war das Scheitern des Attentats. Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg. Umgekehrt bedeutet ein gescheitertes Attentat mehr als einen zweiten Tod. Es trägt die Vergeblichkeit auf der Stirn eingebrannt. Man mag sich nicht gern damit identifizieren. Im heutigen Umgang mit dem versuchten Staatsstreich und dem gescheiterten Attentat irritiert die nachträgliche Abwertung durch glückliche Spätergeborene, die genau zu wissen scheinen, wie Stauffenberg, Treskow und die anderen es hätten besser anstellen sollen. Wer sich aber mit der Vorgeschichte der Staatsstreichpläne befasst, kann dagegen mit Gewissheit feststellen, dass keiner der Verbesserungsvorschläge der späteren Möchtegern-Attentäter den Akteuren damals unbekannt war. Sie waren zu allem entschlossen. Viele waren erfahrene Militärs. Sie riskierten das eigene wie auch das Leben ihrer Familien. Das war bitterster Ernst. Es kam ihnen nicht nur auf eine symbolische, vielleicht ethische Handlung an, bei der es egal war, ob sie gelang oder nicht, im Gegenteil. Sie haben unter schwierigsten Bedingungen Nächte und Monate lang konspirativ überlegt, wie es gelingen könnte. Sie wollten wirklich den Krieg beenden.
Sie wollten wirklich in sofortige Friedensverhandlungen eintreten und sie wollten wirklich die Diktatur und den Terror in den Lagern und das Unrechtsregime beenden. Es ist unendlich schwer und sollte uns demütig machen, eine real herrschende Diktatur zu beenden. Es ist noch schwerer unter den Bedingungen eines Weltkrieges. Es ist auch fast unmöglich, einen perfekt in seinem Hauptquartier von allen Außenkontakten abgeschirmten Diktator zu töten. Es ist eine bittere historische Wahrheit, dass es in Demokratien viele gelungene Attentate gab, die den Lauf der Welt tragisch geändert haben. Aber es gelang fast nie gegen Diktatoren. Trotzdem waren die Widerstandskämpfer zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, wir müssen es versuchen, koste es, was es wolle. Ihr Scheitern kann uns als Mahnung dienen. Ein jeder von uns ist gefragt, Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen, es zu schützen und zu formen. Wir dürfen uns nicht auf erträumte Helden aus dem Off verlassen, gerade aus dem Grund, dass auch sie scheitern können. Was hat uns das alles 75 Jahre nach Kriegsende und 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung noch zu sagen? Vor 35 Jahren hat Richard von Weizsäcker in seiner großen Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes die Interpretation geprägt, der 8. Mai sei auch für die Deutschen ein Tag der Befreiung. Das war damals ein mentaler Durchbruch, denn viele hatten bis dahin den 8. Mai nur als Tag der Niederlage begriffen. Es hält sich übrigens vom Sprachgebrauch des Kalten Krieges bis heute die Fehlinterpretation, diese Befreiung sei nur den westlichen Alliierten zu verdanken. Die so viel zahlreicheren Verluste und Opfer der damaligen Sowjetunion werden so wenig erwähnt wie betrauert. Vor 30 Jahren, am Tag der Wiedervereinigung, war es schon einfacher, von Befreiung zu sprechen, als die friedlichen Bürgerproteste das Ende der DDR und den Anfang eines geeinten Deutschlands einläuteten. Auch dabei ging manchmal im Laufe der Jahre die Erinnerung daran verloren, dass einen erheblichen Anteil am unblutigen Verlauf jener Revolution die Friedlichkeit eines Michael Gorbatschows hatte, der seine Truppen in den Kasernen ließ, weil er auf ein gemeinsames Haus Europa hoffte, in dem auch sein Land einen Platz einnehmen dürfte. Heute aber, am 20. Juli 2020, sollten wir einer dritten Befreiung gedenken. Sie lag in der Tatsache, dass es einmal in finsterer Zeit Frauen und Männer gegeben hat, die sich von nationaler Verblendung und von der Angst und dem Gehorsam gegen Diktatur und Terror innerlich befreit haben. Diese Selbstbefreiung von Wahn und Angst ist sehr schwer und sie ist selten. Ich glaube, es ist für alle heute und später lebenden Generationen der Deutschen von zentraler befreiender Wirkung, dass es einmal diese Menschen im Widerstand gegeben hat, die mit der Schuld und der Schande ihres Volkes einfach nicht weiterleben wollten. Sie waren keine unfehlbaren Lichtgestalten. Sie haben zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens auch Irrtümer begangen, darunter gravierende, unverzeihbare. Aber sie waren Menschen, die zur notwendigen Zeit nicht länger wegsehen wollten. Sie konnten für sich und für die nach ihnen kommenden nicht länger ertragen, dass das hassverzerrte Gesicht eines Diktators und die Schreckensbilder der vom NS-Regime verursachten Millionen Toten das am Ende gültige Bild aller Deutschen darstellen sollte. Die Widerstandsversuche und Attentate gegen Hitler und sein Regime von Verbrechern scheiterten. Aber die Geschichte hat dieses Scheitern in einen Erfolg umgeschrieben. Einen Erfolg, weil es unsere Identität als Deutsche mitprägt. Woher immer diese tapferen Menschen kamen, aus der Arbeiterbewegung, den Gewerkschaften, den Kirchen, aus dem konservativen oder sozialistischen Lager, aus dem Exil oder aus dem Landesinneren, aus den Bereichen der Kultur oder des Militärs. Sie befreiten Deutschland von der unerträglichen Qual, dass alles sei geschehen ohne Widerstand, ohne Versuche, das Schicksal noch einmal zu wenden.
Ihr Handeln gibt uns keine Absolution für die Schuld und die Verantwortung, die wir Deutschen tragen müssen. Aber Ihr Zeugnis und Ihre Taten haben uns geholfen, einen geachteten Platz unter den Völkern der Welt einzunehmen. Dass die Deutschen es nicht alleine geschafft haben, bleibt ewig ein Gegengift für jede Form der Selbstüberschätzung oder des Hochmuts gegenüber anderen Nationen. Aber dass diese mutigen Frauen und Männer es überhaupt versucht haben, ist ein bleibender Grund für vieles, was danach kam. Das Grundgesetz, die Demokratie, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die Vision eines friedlichen, vereinten Europas. Wir können heute sagen, der 20. Juli war ein Tag der Befreiung. Das bleibt gültig, obwohl der Umsturz gescheitert ist. Wir gedenken unserer Toten. Heute, vor 76 Jahren, starben in den Nachtstunden im Bendlerblock 5 deutsche Offiziere, die versucht hatten, gemeinsam mit anderen Deutschland von Hitler und der Terrorherrschaft des Nationalsozialismus zu befreien. Sie waren am 20. Juli 1944 die Ersten, die sterben mussten. Ludwig Beck, Friedrich Olbricht, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, Albrecht Ritter Merz von Quirnheim, Werner von Haften. Ihre Namen ehren wir auf der Gedenktafel im Ehrenhof der Stauffenbergstraße. Sie stehen stellvertretend für alle, die am Umsturzversuch des 20. Juli gegen den Nationalsozialismus beteiligt waren. In dieser Stunde gedenken wir auch aller Menschen, die schon seit 1933 im Widerstand lebten und litten, oft einsam, auch entmutigt, angesichts des bedeutenden Widerhalts, den die nationalsozialistische Politik in unserem Volk wie auch weit über die Grenzen Deutschlands fand. Im Geheimen und offen leisteten sie Widerstand. Sie kam aus allen Parteien der Weimarer Republik. Es waren Frauen und Männer der Gewerkschaften. Es waren Unternehmer und Arbeiter, Beamte und Angestellte, Professoren und Studenten, Soldaten unterschiedlichster Dienstgrade sowie Frauen und Männer der Kirchen. Es waren Menschen, die sich meist aus Glaubenstiefe wie aus ethischer Verantwortung widersetzt haben. Viele mussten nach ihrer Einkerkerung und den Qualen vor dem Volksgerichtshof oder den nationalsozialistischen Sondergerichten ihr Leben hingeben. Oder sie wählten den Freitod, um nicht unter Folter ihre Freunde zu verraten. Viele wurden in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern ermordet. Wir vergessen nicht die Menschen, die den Mut hatten, sich dem sinnlosen und vernichtenden Kriegstreiben
Hitlers zu widersetzen und dieses mit ihrem Leben bezahlen mussten. Wir denken an diejenigen, die Flugblätter verteilt oder auch auf andere Weise versucht haben, Menschen aufzurütteln und über die Verbrechen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aufzuklären. Auch sie wurden deshalb mit dem Tode verurteilt. Wir erinnern an die, die aus Nächstenliebe und aus Achtung vor der Würde des Menschen Juden sowie anderen Verfolgten wie auch ausländischen Kriegsgefangenen Schutz, Hilfe und Versteck gewährten und dafür ermordet wurden. Wir denken an die Menschen, die gewagt hatten, eine Neuordnung Deutschlands nach dem Kriege zu entwerfen oder Verbündete im Ausland zu suchen und daher umgebracht wurden. All diese Menschen wehrten sich gegen die Ideologie und Tyrannei der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. So rufe ich heute am 20. Juli 2020 stellvertretend für alle, die den Mut hatten, sich zu widersetzen, in Erinnerung. Karl Friedrich Gördeler, Paul Lejeune Jung, Andreas Hermes, Hans Ottfried von Linstow, Joachim Sadrozinski, Christoph Probst, Hans Bern von Haften, Eckbert Hayesen, Karl Ernst Rathgens, Emmy Zeden, Friedrich Justus Perels, Albrecht von Hagen, Robert Limpert, Adam von Trott zu Solz. Auch denken wir an die Millionen Juden, die in den Vernichtungslagern ermordet wurden und all die anderen Menschen, die durch den NS-Terror, dem Rassenwahn, der Willkür und der menschenverachtenden Kriegspolitik zum Opfer fielen. Wir denken heute an 12 Jahre schreckliches Leiden und Tod beispiellos in ihrer Dimension. Aber auch heute überziehen unverantwortliche Machthaber unsere Welt mit Krieg, Gewalt und Terror gegen Menschen und Völker. Umso lebendiger bleibt daher die Mahnung unserer Toten, Gewalt und Unrecht zeitig zu widerstehen. Umso lebendiger bleibt daher unsere Verpflichtung für die Freiheit des Gewissens und die Freiheit der Meinung Andersdenkender einzutreten und diesen mit Respekt zu begegnen. Umso lebendiger bleibt daher unser Auftrag, sich für die Würde des Menschen einzusetzen. Eine Mahnung an uns Deutsche, aber auch an Europa, auch an die Welt. Wir denken an unsere Toten in Dankbarkeit und Stille.